Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin der Chris von IEM Kong und ich begrüße euch mal recht herzlich. Schön, dass ihr wieder da seid hier zu World of Warcraft Shadowlands mit unserem Schamanen Feuerbart, welcher in Sturmwinden nur darauf wartet, sein Abenteuer in den Schattenlanden endlich beginnen zu dürfen. Ja, und genau deswegen sind wir auch hier. Ich habe mich dazu entschlossen, den Schamane, Feuerbart als Elementar momentan und auch Heiler, mit einer als erstes von der Allianz hier zumindest auf Richtung 60 zu kloppen. So, eins vorweg, ich fange gleich eigentlich umgehend an, während ich trotzdem immer noch ein paar Worte verlieren muss, will, tue. Und zwar werde ich uns hier die Sequenzen, die alle mit zum Spiel gehören, die werde ich bei diesem Charakter alle durchlaufen lassen, während ich später bei anderen Let's Plays mit anderen Charts gegebenenfalls die Dinge einfach wegdrücke. Aber warum sollte ich das eigentlich im Vorfeld großartig erzählen? Ich mache es einfach und die Welt ist gut. Also Leute, wir gucken uns jetzt erstmal kurz die Videosequenz an, die zu dem Ganzen hier geführt hat, die auf das ganze Ding einsteigen soll. Meine Kamera werde ich zu diesem Zweck, Moment, mal ganz kurz ausschalten. Ich mache die dann wieder an, wenn wir da wieder drin sind. Also wenigstens für das hier mache ich die einmal kurz hier weg, so zack. Keine Panik, ich bin immer noch da, ihr könnt meine Stimme noch hören, einfach immer der Stimme folgen. Was ist das denn hier? Falsches Szenario, mein Freund. So, drücken wir erstmal auf Shadowlands und gucken, was passiert. Eiskrone. Mahnmal unseres Leidens. Der Vorhang zwischen Leben und Tod. Und auf dem Frostthron sitzt ein elender Dieb. Doch kein König herrscht für immer. Yeah!
seid nicht würdig, diese Krone zu tragen. Sie birgt so viel Macht. Diese Macht wird euer Gefängnis. Diese Welt ist das Gefängnis. Ja, wie immer, ne? Absolut epic. So, da ist auch schon wieder der kleine Feuerbart und ich klicke mal wieder ganz kurz hier raus und mache das Webcam-Teilchen hier wieder an, beziehungsweise die Kamera. Webcam ist was anderes. So, und ja, damit könnten wir dann eigentlich hier schon wieder loslegen mit ja, World of Warcraft Shadowlands. Ich werde einfach mal den Schamane einloggen, der steht bereits in Sturmwind. Wir müssten dann unsere Einladung kriegen und ja, wir sehen dann und harren der Dinge, der da kommen. Ne? Ich drücke aufs Knöpfchen. Ja. Ja, und dann haben wir ja gerade das Intro gesehen, also das, was Shadowlands voranging. Mich wundert eigentlich, dass dieser Cinematic nicht ganz automatisch kam, als man nach dem Patch Installationsrelease am Dienstag, dass er sofort kam. Bei meiner Horden-Let's Play-Video-Session, da habe ich das irgendwie falsch rum, beziehungsweise war mir nicht klar und dann kam eine andere Sequenz. Im Grunde ist das jetzt auch egal. Ja, und was ich auch da erwähnt habe, ich erwähne es hier einfach auch nochmal. Man muss sich einfach mal vor Augen halten, was die kleine Silvana, Frau Windläufer, ne, was die sich da zurechtgebastelt hat. Ne? Da steckt ja durchaus ein System hinter. Man muss auch bedenken, seit sie damals der Kriegshäuptling geworden ist und dann auch hier diesen Dingensbaum da angezündet und sowas alles hat. Ne? Also diese vielen Toten in, wie heißt das, Nordrasil, Teldrasil, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ne, auch diese Toten, ne, die waren schon beabsichtigt für Shadowlands. Das ganze Add-on, Battle for Azeroth, ne? Also der ganze Krieg, der dann da stattfand zwischen Horde und Allianz, der war der Auftakt für Shadowlands. Ne? Es sollte viele Tote geben, die, wenn sie eben halt gestorben sind, also die Seelen, die dann im Shadowlands oder in den Schatten landen, im Schlund wandern. Näheres dazu werden wir gleich noch hören, was da genau passiert ist. Wie gesagt, ich wollte nur einmal kurz darauf aufmerksam machen, wie lange die sich die Sache im Grunde schon durchzieht. Also Sylvanas, ne, die hat einen Plan. Die hat einen Plan, der nicht zu verachten zu sein scheint. Natürlich zieht sie den Zorn von allen auf sich, aber wir haben es gerade gesehen, als sie ja gegen den Lichtkönig gekämpft hat. Und auch da wieder, ja, Lichtkönig, ne? Er ist der Lichtkönig, ne, Bolvar, aber er ist nicht der Lichtkönig, ja, beziehungsweise er ist nicht Arthas. Ja, Arthas ist mittlerweile kaputt, ne? Den haben wir niedergestreckt und es muss immer einen Lichtkönig geben. So lange war das bisher immer so der Fall.
Nee, ich war so ein bisschen erstaunt, dass Sylvanas doch so stark ist, dass sie den Lichtkönig, auch wenn es jetzt Bolvar ist, trotzdem ist er der Lichtkönig, ne, dass sie ihn dann doch so relativ, ja, einfach ist jetzt auch das falsche Wort, ne? Aber dass sie ihn niederstrecken konnte, dass sie ihn gefangen halten konnte. Da muss man sich erstmal wieder reintun, was eben halt bei Wrath of the Lich King, ne, oder wie mächtig Arthas oder der Lichtkönig als solches, ne, mit seiner Krone und so weiter überhaupt erstmal gewesen ist. Das ist. Wow. So, und hier tut sich ganz langsam und merkwürdig, schiebt sich und schraubt sich hier ein Bild rein, nämlich was ist neu? Neu in Shadowlands. Ja, wir haben zum einen die Pakte, die wir mit Stufe 60 wählen können. Da kommen wir dann auch wesentlich später. So, die Charakteranpassungen. Da gehen wir vielleicht irgendwann aus Scheiß, mal gucken. Aber was für uns viel interessanter ist, ist hier die Schattenlande. Erkunde die Welt des Jenseits. Und deckt die Geheimnisse des Todes auf. Und wir beginnen die Quest auch gleich einmal. Beziehungsweise nehmen die an. Ja, vor ein paar Tagen ist noch gar nicht lange her. Die schwarze Klinge steht bereit. Ich erwarte euch in Sturmwind. Kommt, bevor die eisige Hand des Todes ganz Azeroth umklammert. Okay. So, das wird jetzt nochmal, ne, wir sind halt, oh. Ne, Hauptstadt Sturmwind. Das ist wie ein OG, obwohl augenscheinlich, ihr seht, ist, im Grunde ist es hier leer, ne? Es ist ein Mysterium. Egal, irgendwie werden wir es schaffen, zu unserem König zu ruckeln. Oder zumindest in die Richtung, oder... Ja, die ganze Maus ist jetzt weg. Was stimmt hier eigentlich nicht mit dem Spiel? Ja, gebt euch das, Framerate, 2 FPS, Hammer. Leute. Ne, weil so voll ist mit Spielern, ne? Vielleicht 3. Ne, vor allem gleich kriegt das Spiel auf einmal einen Schluck auf. Weißmähne wird euch Pock. Von dem finsteren genau. Schicksal unserer Verbündeten erzählen. Ne, und auf einmal läuft's. Das ist. Egal, ne? Ich will mich da jetzt gar nicht drüber aufregen, sondern ich will schnell möglichst hier weg, um dem Geruckel hier zu entkommen. So, Weißsträhne. Das ist aber ein einfallsreicher Name, ne? Ne, Mädchen, was ist Phase? Tun, was die Lebenden nicht ver- was bisher geschah? Diese Macht zu sichern. Stattdessen hat sie das Undenkbare getan. Nun ist niemand mehr sicher. Sie will beenden, was sie begonnen hat. Und alle brechen, die sich ihr widersetzt haben. Azeroth zusammengehalten hat, sollte sich vorsehen. So ein bisschen angepisst, warum das Video jetzt hier so dämlich am ruckeln ist oder überhaupt hier das ganze Spiel am ruckeln ist.
Acherus, die Hochburg der Schwarzen Klinge ist jetzt bei der Eiskronen-Zitadelle. Mein schwarzes Tor wird uns hinbringen. Hochlord Bulver Vordragon hat sich von seinem Kampf mit Sylvanas Windläufer erholt. Er und seine Verbündeten erwarten uns. Man weiß nicht, was das soll. Naja, aber es verhaut mir ein bisschen den Spielspaß, aber okay, wir kennen die Sequenzen. Ne, deswegen ist es für uns jetzt erstmal nicht ganz so dramatisch. Und wir begeben uns nach Eiskrone, beziehungsweise in die Zitadelle. Naja, Hauptsache raus aus Sturmwind. Bevor ihre Diener die Anführer entführt haben, griff die Banshee-Königin Eiskrone an. Sie hat den Blick zum Himmel. Dort seht ihr das Ergebnis ihrer Taten. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Doch den Helm zu zerschmettern, hat auch Bolvar Vordragon von der Last befreit, der Lichtkönig zu sein. Bolvar glaubt zu wissen, wohin die Banshee ihre Opfer entführt hat. Erwartet euch am Frostthron. Die Anführer der Allianz und der Horde sind dort mit ihm versammelt. Aus gegebenen Anlass nehme ich mein Piratenhütchen mal hier weg. Das ist dann natürlich so eine Sache. Ich hoffe, ich komme auch gleich nicht hier zu gelangweilt rüber. Ne? Ich habe das alles ja schon mehrfach gemacht. Ne? Und ich will es nicht immer abbrechen. Ich meine, nicht am Anfang hier für alle Charaktere. Der Frieden bleibt brüchig. Dies sind sorgenvolle Zeiten. Unsere Völker brauchen Stabilität. Allianz wie Horde. Du hast vollkommen recht. Wir alle müssen unsere Pflicht tun. Als die Banshee den Helm zerriss, öffnete sie eine tiefe Wunde im Schleier zwischen unserer Welt und den Schattenlanden. Während meiner Wacht auf dem Frostthron erhaschte ich flüchtige Blicke in die Reiche des Todes. Darunter war auch ein Ort unentrinnbarer Dunkelheit. Dort müsst ihr hin, wenn ihr die von Sylvanas Entführten retten wollt. Gemeinsam können wir den Weg öffnen. Platziert die Splitter der Herrschaft um den Runenkreis. Dann kann das Ritual beginnen. So, werde ich gleich auch machen. Allerdings, kurz vorher werde ich noch mal eben schnell hier ein paar Maßnahmen ergreifen. Also Achtung, jetzt kann es sein, dass noch mal kurz ein bisschen ruppelig wird hier im Stream. High Professional. Ich glaube aber, das Problem gefunden zu haben, das will ich jetzt mal eben schnell versuchen, zumindest zu beseitigen. Sonst geht das hier die ganze Zeit jetzt so und das macht uns alle nicht glücklich. Moment. So, okay, das dürftet, könntet, solltet ihr jetzt hier nicht sehen im Stream, ne? Aber bei mir wird gerade die Sicherheitsoptionen werden vorbereitet, so dass ich an den Taskmanager rankomme. So. Ne, bei manchen Sachen, da muss ich dann hier während der Aufnahme dann auch echt die Prozesse von anderen Programmen irgendwie im Auge behalten. Und ich glaube, den Fehler gefunden zu haben und werde mal eben schnell zwei, drei Prozesse hier beenden müssen. Nee, wäre jetzt natürlich schöner gewesen, wenn ich das vom Stream gemacht hätte, dann wäre das jetzt nicht mittendrin, aber was soll's, was soll's.
Ja, das wird jetzt gleich eine Sekunde nochmal echt eklig. Könnte hier schon mal langsam anfangen, oder? Ja, da merkt man schon, wie es kollidiert. Ne? Da bleibt es hängen, da geht das auf. Als ich den Helm trug, brauchte es all meinen Willen um seine Hinterhände. Ich spürte eine dunkle Präsenz. Es ist eben diese Präsenz, die jenseits des zerschmetterten Himmels lauert. Komm, trau dich, lauf, kleiner Zwergmann, lauf. Ich wage nicht, mit euch zu reisen. Ich fürchte, dass ich auch ohne Helm an den Willen seines Meisters. Doch diese Bedrohung muss eingedämmt werden. Ihr müsst dorthin gehen, wo ich nicht hin kann. Euch werden beträchtliche Gefahren begegnen. Allein könntet ihr unterlegen sein. Die Ritter der Schwarzen Klinge werden euch unterstützen. Darion Moghrain hat freiwillig angeboten, an eurer Seite zu kämpfen. Die Schwarze Klinge fürchtet den Tod nicht. Weder hier noch im Jenseits. Und ihr da hinten, ihr seid alles Lampen. Guter Moghrain. Lebendige Sterbliche sollten den Schleier nie durchqueren. Von dort, wo ihr hingeht, könnte es keine Rückkehr geben. Aber es gibt keinen anderen Weg. Der Tod will Azeroth holen. Es ist an euch, sie zu verteidigen. Die Zeit ist gekommen. Nehmt den zerbrochenen Helm und wir öffnen den Riss. Okidoki. Ja, Leute, seid ihr bereit? Beziehungsweise hier sehe ich gerade, dass der WoW-Prozess, der haut hier richtig ordentlich auf die Kacke. Mein Gott. Ja, aber können wir im Moment nicht ändern. Ne? Sonst müsste ich den Stream nochmal ausschalten. Also ich nehme mal den Helm. Ne? Ich mach mal. Der Pfad öffnet sich. Euer Mut wird nie vergessen, Champion. Aldiel Shalah. Findet die Entführten und bringt sie nach Hause. Rettet die anderen. Die Menschen. Tyrande, tut das nicht. Tor Ilizar Terranal. Wir dürfen euch nicht an die Finsternis verlieren. Heldenlandung.
Und damit sind wir dann auch in den Schattenlanden angekommen. Ich hoffe jetzt, dass ich dieses ganze Ding einigermaßen durchziehen wird hier. Oder nicht durchziehen wird, was das Gerückel angeht. So, ich will jetzt mal gucken, ey. Keinerlei doppelte EP. Aber ist ja egal, wir sind Helden. Helden ist das egal. Wir treffen euch später. Ich bin auch auf Heilung geskillt, finden wir drauf. Warum? Ich bräuchte da mal ein bisschen mehr Durchschlagskraft. So, ich habe noch überhaupt gar keine Ahnung, wie sich der Elementarschamane oder allgemein der Schamane geschlagen wird. Den hatte ich nämlich auch in der Beta nicht getestet gehabt. Wir kommen nach. Da komme ich euch jetzt mal mit ein paar Elementarkräften hier. Ne? Mal gucken, was die davon halten. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Und sag gleichzeitig mal das Intro hier. Ich brauche ein Ziel. Ja, was man mittlerweile schon auswendig kennt. Ich habe kein Ziel. Wir folgen einer einzigen Bestimmung. Vergeltung. Werde ich jetzt einigermaßen stramm durchspielen. Also ich meine, wir haben hier ja nicht großartig was zu befürchten oder so. Ich werde auch bei den Dialogen versuchen, die Klappe zu halten. Ne, und lasst euch mal die Show genießen. Das wird sich dann im späteren halt ein bisschen ändern. Ne, also ich halte mich hier jetzt rein, quasi technisch mal ein bisschen zurück. Azurit-Rüstung haben oder überhaupt irgendwie gutes Equipment. Also unser Kill ist eigentlich der letzte. Es bleibt ein Funken Hoffnung. Ich habe kein Ziel. Ist nicht alles verloren. Diese Fanfare lässt die schwarze Klinge gegen euren Feind vorrücken. Setzt sie klug ein. Ich brauche ein Ziel. So, ich habe den Schamane übrigens aus mehreren Gründen gewählt. Das habe ich zwar hier und da auch schon mal erwähnt, auch im Vorfeld schon angesprochen und so weiter. Der birgt eben halt wirklich einigermaßen Vorteile. Wir sind ein Nahkampf, aber auch ein Fernkampf-DD, wenn man so will. Wir sind ein Heiler. Wir haben den Geisterwolf, wir können also eigentlich überall relativ uns schnell bewegen, also richtig schön schnell bewegen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Naja, und sind halt dementsprechend schnell hier, ne? Nicht hier, kann nur draußen benutzt werden. Nein. Ja, und das sind mindestens 30% Laufvorteil hier, ne? Oder? Bewegungsgeschwindigkeit um 20%. Ja, mein Gott, auch mit 20%. 20% sind besser als nicht 20%. Ich habe kein Ziel! Wir können uns aber heilen, das ist auch nicht zu unterschätzen.
zuerst etwas anvisieren. Wir sammeln uns weiter vorn. Los. Kommen. Wir haben getan, was wir konnten. Wir sollten verschwinden, bevor Verstärkung eintrifft. Ich bin hier weit voraus. Buchstäblich. Magie! Wir wissen, was es heißt, Opfer zu bringen. Wir sind zahlenmäßig unterlegen. Versuchen wir nicht ab. Frostmagie. Sieht nach der Arbeit der Lordadmiralin aus. Der Konflikt scheint sich in diese Richtung zu bewegen. Wir sollten der Spur folgen, bevor sie erkaltet. Und wieder Lady Prachtmeers Handschrift. Es wäre unklug, die Verzauberung zu brechen. Lasst uns weitergehen. Ich brauche ein Ziel! Die Lordadmiralin muss wirklich mächtig sein. Wenn sie eine dieser Monster... Da vorn! Das ist Lady Prachtmeer! Halt! Was ist das da vorn? Die Lordadmiralin ist in Sicherheit. Liegt ein langer Weg. Ich signalisiere der schwarzen Klinge vorzurücken. Wir müssen weiter. Könnt ihr gehen, Trall? Ich glaube schon. Danke, dass ihr mir geholfen habt, Jaina. Etwas nähert sich von oben. Wir wurden entdeckt. Macht euch bereit! Wie sehr ihr euch auch wehrt, Sterbliche! Euer Schicksal ist besiegelt! Zurückgelassen. Die Illusion wird nicht lange halten. Los! Ich weiß, was getan werden muss. Wo willst du hin? Hinter dieser Kehre ist eine Höhle. Mit ein wenig Glück erreichen wir sie unbemerkt. Hoffen wir es. Unsere Gastgeber sind sicher nicht glücklich, dass ihr wieder entwischt seid. Ihr entkommt uns nicht, Sterbliche! Zu unserem Glück. Ritter, sicher die Höhle! Wir halten diese Scheiße alle auf! Ich habe kein Ziel! So viel zu unbemerkt bleiben. Beeilen wir uns besser. Was meint der Thrall mit wieder entwischt? Ihr seid schon mal entkommen? Ja. Ich bin unzählige Male ausgebrochen, lande aber immer wieder in einem Käfig. Diese Höhle hat mir schon vorher als Versteck gedient. Für eine kurze Weile bietet sie uns Schutz. Noch ein Hinterhalt. Nieder mit ihnen! Lord Admiralin, habt
ihr vor unserer Ankunft Hinweise auf die Nachtkriegerin gesehen? Tyrande? Hier? Nein, habe ich nicht. Sie ist vor uns in den Riss geheilt. Sie wollte Sylvanas Windläufer finden. Um jeden Preis. Das ist besorgniserregend. Ein uraltes Ritual hat ihr unglaubliche Macht verliehen. Ich fürchte, dass sie sie nicht kontrollieren kann. Eure Zelle wartet. Der Kerkermeister hat Pläne für euch. Ich habe genug von euren käfigen Unhold. Ihr könnt nirgendwo hin. Nichts entkommt dem Schlund. Wie gesagt, wenn ihr das alles noch nicht gesehen habt, ne, ich lasse dann aber ein bisschen auf euch einwirken. Und ansonsten, ne, genieße ich halt selber auch so ein bisschen die Show. Nicht, wenn wir euch zuerst töten. Ich versuche so ein bisschen auch. Ich brauche ein Ziel. Hier rein. Bla. Und versuche eben halt auch ein bisschen zwischendurch an den Schamanen so ein bisschen zu bewerben. Ich sag mal, hier in diesem Intro-Szenario, auch wenn es kein Szenario ist, in dem Sinne, muss man ja nicht viel denken. Hier sollten wir vorerst ausreichend sicher sein. Bei eurer Ankunft war ich nicht einmal sicher, ob ihr echt oder eine weitere Illusion seid, die uns quälen soll. Ich habe allmählich die Hoffnung verloren, noch einmal jemanden aus unserer Welt zu sehen. Wie lange warst du hier? Ein Tag oder so? Der Weg vor uns wird kein leichter sein. Ein Funke kann die... Also gut, wo fangen wir an? Die Bewohner nennen dieses Reich den Schlund. Soweit ich weiß, ist er ein Gefängnis für die verdorbensten, unbelehrbarsten Seelen, die es je gab. Etwas ist anders. Reine, edle Seelen werden ebenfalls hier gefangen gehalten. Sie schreien vor Qual. In der Tat. Und einer ihrer, und damit unserer Folterknechte, ist Sylvanas Windläufer. Der Kerk, sie hat wohl einen mächtigen Verbündeten. Die Schatten hier flüstern von einem Kerkermeister. Er wacht persönlich über unsere... Behandlung hier. Wir haben zahllose Qualen erduldet. Manchmal schien es, als würden wir getestet. Für welchen Zweck, kann ich nicht erahnen. Egal, was dieser Kerkermeister und die Banshee... Ich habe Bane und Anduin kurz gesehen, als ich ausbrechen wollte. Sie leben. Mehr kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Ich habe keinen Weg aus dem Schlund gefunden. Ich kann nur über kurze Distanzen teleportieren. Dieser Albtraum scheint ausbruchssicher. Zahllose Seelen strömen jetzt in dieses Reich. Doch andere sind schon ewig hier. Vielleicht weiß eine von ihnen einen Weg hinaus. Ich kann mir kaum ausmalen, was diese Geister durchgemacht haben. Ich fürchte, sie sind nicht mehr zu retten. Sie manifestieren sich als böse, umherirrende Schemen. Ich bezweifle, dass sie uns helfen wollen. Die Schwarze Klinge weiß, wie man die Toten zum Reden bringt. Wenn wir einen Schemen fangen, können wir seine Geheimnisse enthüllen. Die Zeit für Träume ist vorbei. Sammelt euren Hass. Macht ihn euch zunutze. So, dann wollen wir mal schauen, ob wir nicht so ein Schemen einfangen können hier oben. Wie gesagt, schon tausendmal gemacht irgendwie. Das ist alles nichts mehr Besonderes. Und es ist wirklich ziemlich schwer, dann da auch die Begeisterung aufrechtzuerhalten. Später bei den Quests in den Gebieten, ja, da geht das dann noch ein bisschen auseinander. Ne? Da kann man dann auch sagen, ach nee, die Quest war wirklich kacke, da gehe ich nicht nochmal hin. Oder ich kann sagen, ziehe ich jetzt die ganze Kampagne eben halt durch oder wechsle ich jetzt vielleicht schon die Welt. Ne? Benutzt den Helm, während er geschwächt ist.
ewige Verzweiflung. Diese Seelen sind so fragmentiert. Es muss ein... Dieses Ziel ist äußerst gefährlich. Ich gebe der schwarzen Klinge ein Zeichen, uns zu helfen, wenn wir angreifen. Sprecht, Unhold! Die wahre Schlacht liegt vor uns. Keine Gnade! Sobald wir Anduin haben, wird mein Stab zum Anker, um uns wieder in Sicherheit zu teleportieren. Alles bereit. Auf geht's. So, bevor ich mich jetzt allerdings in Richtung Arthas aufmache, will ich nochmal ganz kurz, ne, so eine Sekunde... Weg vom Keyboard, geht sofort weiter und dann werden wir Arthas mal aus den Klauen des Kerkermeisters oder auch Sylvanas oder wie auch immer befreien. Moment eben.
So, und platsch, ne? Es kommt ja immer irgendwie irgendwas dazwischen, ne? So, dann wollen wir mal gucken, dass wir unseren Feuerbad jetzt mal so langsam wieder in Bewegung kriegen. Und auf geht's, als Wolf. Naja, also ernsthaft, dieser Speed-Bonus, der ist echt nicht zu unterschätzen. Wobei das eigentlich ganz zufällig war. Ich bin auch mit meinem Druide sowie auch mit meinem Jäger. Ne, da habe ich das auch irgendwie alles schon abgezogen. Und da ist es ja dasselbe, ne? Die Reisegestalt des Druiden sowie auch die 30% geskillt, ne? Schneller laufen, wenn nicht im Kampf. Mann, du blöder Sackto. Ne, man muss ja nicht immer gegen jeden Geist hier kämpfen. Aber gegen jede Seele ein Schatten. Der Schatten der Boshaftigkeit. Glaubt ihr nicht auch, die Welt wäre viel spannender, wenn wir auch solche Titel über unseren Köpfen hätten? Schlund ignoriert euer Reittier, eure Rufe. Er will nicht. Seelen gequält und zu elenden Schemen verzerrt. Hast du diese Erkenntnis gesehen haben, wurde er zum Turm gebracht. Wir müssen irgendwie da hoch. Hier. Wer denkt sich sowas aus? Man kriegt übrigens wirklich Damage, wenn man da reinrennt. Das ist Anduin. Sylvanas, was hat sie bloß mit ihm vor? Ich werde tun, was ich kann. Wir Ihr brecht mich nicht. Wie engstirnig. Da enttäuscht ihr mich. Unwichtig. Wir finden, was wir suchen. In jemand anderem. Anduin! Wie schlimm seid ihr verletzt? Keine Sorge. Gut, dass ihr alle in Sicherheit seid. Diese Fesseln können wir nicht brechen. Wir müssen ihn anders befreien. Sagt er und guckte mich an. Manchmal müssen wir für das kämpfen, an das wir glauben. Das Licht wird den Sieg bringen. So, aber das werden wir hier relativ schnell hinter uns bringen. Aber ich finde die auch doof, dass hier oben nicht sofort mal der eine oder andere Gegner zu finden ist. Ich meine, hier sind normalerweise welche. Aber Vorteil, es spielen viele Leute gerade wieder WoW. Nachteil, es spielen viele Leute gerade wieder WoW. Also wir haben viele oder vielerorts die Möglichkeit, einfach nur mit drauf zu hauen und mit abzustauben. Hier geht es schon los, ne? Angreifen ist es von Vorteil, es sind eben halt andere Leute da, die uns helfen, sowas kaputt zu hauen. So kann man sehr viele Leute teilweise pullen. Und auf der anderen Seite ist es ein bisschen doof,
Ja, weil alle anderen auch so machen und die Gegner meistens dann weg sind. Wobei, ja, komm, das wird sich auch noch einpendeln hier. Also als ich mit meinem Droide hier war, da war es besser. Ich brauche ein Ziel. So, wir brauchen einfach Schlüssel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Findet die Höhle auf der anderen Seite der Kluft. Unsere Verbündeten schützen euch. Ich habe kein Ziel. Ja, wie ihr seht, auch ohne Doppel-EP und auch ohne angeschalteten Kriegsbonus, also mindestens 10% noch mal oben drauf. Also es geht auch komplett ohne, ne? Wir haben schon ziemlich viel EP hier reingekriegt. Aber ganz ehrlich, ich vergesse auch immer hier diesen Kriegsmodus anzuschalten. Ich habe den, als ich die Höchststufe erreicht habe, sofort deaktiviert. Ihr werdet gebrochen! Ich brauche ein Ziel! Werden dem Kerkermeister dienen! Ich finde den Namen Kerkermeister, ne, finde ich schon ein bisschen gut, obwohl ich glaube, ich habe es in der Beta auch schon erwähnt, mich das Ganze irgendwie so ein bisschen an, wer ist das hier, Skyrim oder sowas, ne, hier, ne, Elder Scrolls war das, ne, Elder Scrolls Online erinnert. Die schwarze Klinge ist in der Nähe. Sie wird euch verteidigen. Das ist schön. Und auf der anderen Seite haben wir ja in diesem Intro gesehen, also nicht in dem hier jetzt. Das ist ungünstig, gebrochen zu werden jetzt gerade. Ich habe kein Ziel. Werden dem Kerkermeister dienen. So, was wollte ich sagen? Kerkermeister. Wir kennen ja auch diesen Cinematic Trailer, auf jeden Fall diesen Trailer, wo wir sehen, wo der Kerkermeister selber hier irgendwie gefesselt ist und so weiter. Ne, und trotzdem da irgendwie am Quatschen ist. Und da fragt man sich doch, wieso Kerkermeister, wenn er doch eigentlich selber ein Gefangener war. Wir wissen nicht, wer er ist. Wir kennen auch seine Intention nicht. Wir wissen nur, dass er zusammen mit der kleinen Lady Sylvanas offenbar einen richtig merkwürdigen Plan ausgeheckt hat, ne, wo es um viele Tote bzw. um viele Seelen geht ne, und Machtergreifung. Ich meine, wie gesagt, die Sylvanas, die hat schon richtig ordentlich was auf der Pfanne inzwischen. Die hat mal eben schnell ne, die Krone der, wie heißt das, Unterdrückung oder so, ne, die Krone des Lichtkings halt, ne, mal eben schnell so auseinandergerissen. Also das ist schon, boy. Genau wie diese kleine Tyrande Whisperwind, ne, die wurde gerade erwähnt, ne, von einem Ritual.
welches ihr halt sehr große Macht verliehen hat, mit welcher sie wohl nicht klarkommt. Wir haben schon gesehen, als sie bei Nathanos Pestrufer auch mal eben quasi zum Todesstoß dazu kam. Ihr seid frei. Schnell, bevor die Wachen zurückkehren. Ja, und eben halt Nathanos Pestrufer um die Ecke gebracht hat. Und da hat man das auch schon gesehen. Und die ist richtig angepisst. Ne? Ich meine, ihr Volk, ne, wurde verbrannt, ne, im Weltenbaum. Am Weltenbaum. Irgendwann mit Weltenbaum. Ne, und die ist richtig angezickt von Sylvanas. Ne? Die will da richtig was kommen lassen. Eine gerechte Sache ist es immer wert, für sie zu kämpfen. Und auf der anderen Seite würde ich Sylvanas sogar... Also nicht sie und ihre Taten in Schutz nehmen, aber ich glaube, dass sie wirklich selber glaubt, geht es euch gut genug? Allen hier zu helfen. Wenn wir hier fort sind. Geht voran. Meine Teleportationsfähigkeit ist hier eingeschränkt, aber ich sollte ein Portal zurück zu meinem Stab öffnen können. Diese Wunden sehen schlimm aus, Frall. Danke, lasst Anduin. Sie mich versorgen. Es wird gut tun, wieder bei Kräften zu sein. Ja, guck mal, wie die alle verstehen, ne? Alles ist top. Ihr kommt gerade recht. Unser Freund möchte uns etwas mitteilen. Sagt, wie kommen wir hier weg? Zwecklos. Der Weg ist versperrt. Seit lange. Also gibt es einen Weg. Sagt uns, wie wir ihn finden. Portalstein. Von Kessel. Auenland. Nein. Beutlin. Inaktiv. Defekt. Nichts entkommt. Dem Schleun. Gibt das für euch einen Sinn, Lord Admiralin? Der besagte Kessel liegt hinter dem Fluss der Seelen. Ich glaube, Bane wird dort festgehalten. Dann haben wir ein klares Ziel. Für uns gibt es keinen Frieden. Keinen. Wir können diese Seelen nicht ihrem Schicksal überlassen. Was begehrt ihr von der Tochter der Seelen? Die östlichen Truppen halten hier die Stellung. Gebt Bescheid, wenn ihr diesen Portalstein findet. Euch bedrückt der etwas, Portalstein. Tal. Was ist es? Immer noch keine Spur von Tyrande. Wir dürfen sie nicht in diesem Albtraum allein lassen. Ja, aber wir wissen nicht, wie wir sie finden sollen. Wir versuchen es, aber dieser Portalstein könnte der einzige Weg hier raus sein. Wenn es einen Weg aus dem Schlund gibt, gibt es auch einen hinein. Wir werden zurückkehren. Ich höre, wie sich etwas regt. Eure elenden Seelen werden die Dunkelheit nähren. Elend? Ihr wurdet doch recht gründlich von elenden Champions geschlagen, Hexe. Für diese Beleidigung bezahlt ihr! Meine Schlumpfgebundenen werden den Himmel eurer Welt verdunkeln! Hat die Schlumpf gesagt? Für Azeroth! Ertränkt! Ertränkt inmitten der Seelen der Verdammten! Was ist das für ein Wahnsinn? Dieser Lärm! Ist unerträglich. Plupp. Weiter! Schaut! Seht nur da oben! Wir dürfen die Welt nicht der Dunkelheit überlassen. Der Kerkermeister. Er hat Bane! Ich werde... Armseliger Sterblicher. Euer Geist ist so... Nein! Seine Wunden heilen, aber sein Geist bleibt geschwächt.
So etwas habe ich noch nie gesehen. Da. Ich vielleicht schon. Weit weg von hier. Grüße. Lasst Ehre euch den Weg weisen. Nee, da hat der unseren Freund hier, Bane, einfach mal... Hilf mal. Spoiler-Alarm. So. Eine Armbrust? Ich sehe meinem Gegner lieber in die Augen. Sie hat ein ordentliches Gewicht. Aber schauen wir, was wir sonst noch finden. Ich brauche ein Ziel! Ich sag, mach Thrall wieder zum Kriegshäuptling. Stäbe waren nie mein Ding. Aber immerhin bricht dieser nicht im Nahkampf. Suchen wir weiter eine taugliche Waffe. Allerdings habe ich nie verstanden, was die Allianz an Schwertern findet. Zu viel. Viel zu unhandlich. Besser als nichts, schätze ich. Sehen wir uns weiter um. Endlich eine echte Kriegerwaffe. Wenn der Kerkermeister kommt, wird er meinen Stahl kosten. Nee, ich wollte ihn nicht unterbrechen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Tromka. Für Azeroth. Schlimm ist, ich höre hier am Headset im Hintergrund immer so ein Gewitter. Und bin dann immer über, ich dachte, was ist denn hier los? Naja, das hört sich nie an, als wenn es aus dem Spiel kommt. Das kann sehr verwirrend sein. So oft machen. Ich habe kein Ziel. Dann sucht man nach einem Dolch. Schulung, Klinge.
brauche ein Ziel! Das muss er sein. Bains Blut befleckt die Klinge noch immer. Gemeinsam sind wir stark. Gesegnet sind die, die den Pfad gemeinsam gehen. Nanu, nanu. Macht euch auf alles gefasst, wenn ich die Klinge zerbreche. Dieser Fluch zerreißt seine Seele. Ihr müsst es besiegen, schnell! Haltet durch, Bane! Lasst nicht zu, dass der Kerkermeister euch holt! Anvisieren. Aber er kommt zu sich. Bane, hört ihr mich? Anduin? Oh, ich dachte, das ist mein Ende. Wäre es fast gewesen, wäre nicht dieser Champion. Dann gilt euch mein ewiger Dank. Kein Ding. Möge die Erdenmutter auf euch herablächeln. Ich wünschte, ihr könntet euch länger erholen. Aber wir müssen los. Die Allianz wird bestehen. Wir suchen einen Portalstein jenseits des Kessels. Habt ihr ihn gesehen? Ich habe auf dem Hohen Grat einen uralten Steinobelisken gesehen. Er schien unbedeutend. Die Truppen des Kerkermeisters haben ihn ignoriert. Was meint ihr, ist er? Unser Weg hier heraus. Hoffen wir. Ich werde tun, was ich kann. Gebt Acht, wem ihr vertraut. Ach, die Truppen des Kerkermeisters sind endlos. Wir können sie nicht alle besiegen. Jaina, könnt ihr uns vor ihnen verbergen? Mein Zauber wird uns an den meisten seiner Wachen vorbeibringen. Aber einige werden ihn durchschauen können. Bleibt bei mir. Sie dürfen uns nicht bemerken. Wartet! Vorsicht! Diese Augen können meinen Zauber durchschauen. Die Armee des Kerkermeisters reicht an die der Legion heran und wird noch größer. Wartet! So viele Seelen strömen in den Schlund. Die Toten von Azeroth. Draenor. Aus Welten jenseits unserer Vorstellungskraft. So viele Seelen strömen in den Schlund. Die Toten und von Azeroth. Für den Kerkermeister Draenor. Geschmiedet zu werden. Aus Welten jenseits unserer Vorstellungskraft. Trotz allem, was Sylvanas getan hat, hätte ich nie gedacht, dass sie sich für so den Kerkermeister geschmiedet würde. Zu werden. Trotz allem, was Sylvanas strömen in den getan Schlund. Hat. Hätte ich nie gedacht, dass sie sich an so etwas beteiligen würde. Aus Welten jenseits unserer Vorstellungskraft. Alle hierher verdammt. Um zu Waffen für den Kerkermeister geschmiedet zu werden. Trotz allem, was Sylvanas getan hat, hätte ich nie gedacht, dass sie sich an so etwas beteiligen würde. Okay.
Bleib bei mir, Champion. Mein Zauber reicht nicht weit. Dort. Auf der Plattform da vorn. Das muss der Portalstein sein. Wir müssen ihn erreichen, bevor der Kerkermeister etwas bemerkt. Es hieß, der Portalstein ist inaktiv. Und doch scheint er auf uns zu reagieren. Ich kann ihn nicht aktivieren. Ich glaube nicht, dass der Stein auf uns reagiert. Er reagiert auf den Champion. Hurra! Ich grüße euch. Gebt die Hoffnung niemals auf. Wenn der Kerkermeister unseren Plan durchschaut, schickt er seine Streitkräfte. Wir haben nur eine Chance, wenn wir sie in Schach halten, bis der Portalstein aufgeladen ist. Jede Sekunde zählt. Schlundgebundene, ergreift sie! Haltet die Stellung! Der Portalstein muss voll aufgeladen sein! Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Wir haben bereits endlose Armeen aufgehalten. Wir geben nie auf. Er ist fast aufgeladen. Nicht nachlassen. Das stimmt nicht. Der Portalstein lädt sich nicht mehr auf. Gar nichts entkommt dem Schlund. Ergebt euch dem Unvermeidlichen. Sie haben gestoppt. Das Licht ist mit mir. Sogar hier. Los, Champion! Los!
ist echt merkwürdig, denn das Geräusch, das hört sich an, als wenn hier ein Zeppelin über meinem Haus am Fliegen wären, tun. Ja, ich glaube, jetzt sabbel ich gleich wieder in die Dialoge rein, weil wir ja jetzt in Oribos ankommen, alleine. Leider haben wir geschafft, uns bislang wegzuporten. Okay, Moment. Oder? Also der Ladevorgang bei WoW ist echt ein Phänomen, ne? Halt! Ich spüre hier die Macht des Schlunds, aber dennoch... Nein, das ist nicht möglich. Doch, hallo, hier bin ich. So, aber auch wenn jetzt hier, ja im Grunde passiert hier ja nicht viel und genau das ist der Grund, warum ich jetzt mache, was ich mache, denn ich würde an der Stelle hier jetzt schon einmal beenden, diesen ersten Part. Wir sind in Oribos angekommen. Jetzt müssen wir noch ein bisschen quatschen, noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, nochmal sagen, ne, hallo, wir kommen aus Azeroth und sind in Wirklichkeit gar nicht tot. Ja, so könnte das hingehen. Ne, schon mal hier ein Thumbnail machen. Ne, auch Zwerge kommen in den Himmel. Haha, ne, nach Oribos. Was wollte ich jetzt sagen? Also wir werden ja jetzt hier noch ein bisschen freischalten müssen, beziehungsweise uns die Stadt erstmal ein bisschen angucken müssen, kriegen noch ein bisschen was an Geschichten erzählt und so weiter. Aber damit machen wir dann in dem, ja, im nächsten Part weiter, weil auch wenn es nicht so aussieht, ich bin hier stehend K.O. Und ja, deswegen würde ich morgen hier ganz normal... Ja, mit dem kleinen Schamane weitermachen. Ne? Ne, für den ersten Teil muss das reichen. Wir haben nicht ganz das erste Level geschafft. Könnten es schaffen. Viel ist es nicht mehr. Aber wie gesagt, ne, das will ich jetzt nicht mit aller Gewalt durchziehen, sondern machen wir einfach an nächster Stelle, am nächsten Video, an dieser Stelle hier weiter. So, Thumbnail habe ich. Ich würde jetzt hier ausloggen. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen und für eure Unterstützung. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, beziehungsweise dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Mein Kanal abonniert und natürlich auch, was das Wichtigste von allem ist, auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt World of Warcraft Shadowlands. Feuerbad oder auch sonst wen, ne, wen wir hier spielen. So, jetzt kommt, naja, ZZZ, wir sind hier in einem riesen Gasthaus, sozusagen. Oh ja, hallo, Gasthaus. Also dafür, dass das hier eigentlich nur so ein schwebender Turm ist, ne, ist der aber ganz schön, Bespin. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache jetzt wirklich kurz und schmerzlos. Ne? Ich werde jetzt so umfallen und dann, ja Leute, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ne? Ich lade die Videos jetzt noch runter, muss sie auch wieder hochladen, muss dann morgen schnell noch Thumbnails fertig machen. Ne? Ich habe zu viel, beziehungsweise zu viel zu tun und zu wenig Zeit zum Spielen, obwohl ich echt ganz viel doll krass viel am Spielen bin. Aber jetzt nochmal, ne? Kurz schmerzlos. Ich bin der Chris von einem Korken, bla bla, bis dann. Ach Gott. Manchmal ist es komisch. Aber es geht ja bald weiter. Ne, in dem Sinne. Ne, Schuhuhu.